Härter als ich arbeitet niemand, jawohl. Die anderen sind doch alles blutige Anfänger, nichts kriegen die zustande. So redet man also über die Polizei eines Ortes. Sehr schön, da ist man ja sicher als Bürger. Oh, Schießübung. Ha. Ui. Geilo. Bang, bang, bang. Voll in die Fresse. Ein Polizist übt sich im Zielschießen. Die Zielscheibe ist in Ringe eingeteilt, die von außen nach innen 5, 35, 40 und 75 Punkte wert sind, wobei die Mitte ganze 100 Punkte zählt. Nach 5 Schüssen hat er 100 Punkte erzielt. Wie oft hat der Gesetzeshüter die einzelnen Abschnitte getroffen? Ich behaupte mal, einen hat er daneben gesetzt. Mindestens. Gibt's denn das? Nee, kann er nicht. Also die 100, die 100 kann er definitiv nicht getroffen haben. So, und jetzt... Warum mal, nicht? Na, weil nach 5 Schüssen hat er 100 Punkte. Und es gibt keine 0 Punkte hier. Naja, ach so, so meinst du das. Also lass mal überlegen. 35 und 40 sind wie viel zusammen? Nee, warte mal, anders. Sind 70, 75 und nochmal 35 sind wir schon zu viel. Nee, 70. Und, ja, und dann aber nochmal 35 sind wir zu viel, um mit 25 nicht aufhören. 35, warte mal. 75 und 4 mal die 5 geht auch nicht. 40 und 40. Aber dann kommen wir, dann fehlen uns noch. Nee. Ist auch eine zu wenig. Oder das ist doch so eine ziemliche einmal die 100 und ansonsten lauter Nuller. Ja. Kann ich den 0 eingeben? Ja, kann ich. Also es ginge theoretisch. Behalten wir uns mal das im Hinterkopf, falls wir wirklich gar keine Kombination finden, wo es hingeht. Genau, genau. Das ist echt fies. Aber könnte ich mir denken, dass es so gemeint ist. Okay. Für wie viel Pickerrad? Weiß ich jetzt gar nicht. Steht da nicht mehr. Mist. Gut, dann, was ginge denn? 2 mal 35 sind wir ja bei 70. Ja. Nach 5 Schüssen, Mann, oh Mann. 75 plus 35, ich meine, es geht doch schon gar nicht mehr. Mhm. 40 plus 40 sind schon 80 und das ist auch schon zu viel. Zu wenig. Wenn du es jetzt mit 5ern auffüllen wollen würdest. Machen wir doch 4 mal 0 und 1 mal 1? Ja. Und ja, ich habe mitgekriegt, dass das Ding als 9 erkannt wurde. Oh, das wurde als eine 0 erkannt. Na, ist ja interessant. Bei mir hat er die 0 als 1 erkannt. Nein, keine 8. Keine 7. Keine 8. Eine 9. Einspruch! Oh Gott. Einspruch! Ah, eine 1. Ja, die Technik halt wieder. Ja. Die hat ein Streichspiel. Einspruch, genau, genau. Jetzt verstehe ich, was du meinst. So, okay. 00001. Ach du Schande. Nun denn, Zeit für die Lösung. Boah. Spannend. Ein vortreffliches Rätsel. Volltreffer. Er traf ein einziges Mal in die Mitte der Zielscheibe. Und viermal daneben. Immerhin. Nicht schlecht, Herr Specht. So wie ihr an das Rätsel rangeht, seid ihr nicht zum Spaß hier, wie? Vielleicht wisst ihr ja was über den gestrigen Vorfall, hm? Nun, wir waren zwar zugegen, können Ihnen aber leider nichts Nützliches über den maskierten Gentleman sagen. Der Karneval war auf seinem Höhepunkt. Was für ein Monster riskiert das Leben so vieler wehrloser Bürger? Ihm und seinen Spielchen habe ich es zu verdanken, dass ich die ganze Woche erst zu nachtschlafender Zeit heimkomme. Meine Frau ist schon ganz aufgelöst vor Sorge. Dabei wollten wir doch an den Festlichkeiten teilhaben. Stell dir mal vor, einer von seinen Kollegen kommt statt ihm mal nach Hause. Und er kommt dann kurze Zeit später nach Hause und sagt, was tust du da? Und dann sagt der andere, ich bin viel fleißiger als du. Ich kümmere mich mehr um sie. Ich habe mich so auf die köstliche Zuckerwatte gefreut. Aber nein, da muss der Pflege einem einen Strich durch die Rechnung machen. Was für eine Frechheit. Klingt sehr danach, als bräuchten sie mal wieder Urlaub.
Ich hörte, dass sie bisher nur sehr wenige Anhaltspunkte haben, also dass sie ziemlich schlecht inspiziert und ermittelt haben. Man hat eine Spezialeinheit einberufen, eine SWAT-Einheit, aber niemand weiß so recht, wer für was verantwortlich ist. Boah. Nun, wenn wir auf etwas Aufschlussreiches stoßen, werden wir es Ihnen unverzüglich mitteilen, oder auch nicht? Na, Layton nicht. Der weiß ja wahrscheinlich jetzt schon wieder, was abgeht. Ja, der kennt jetzt schon die Antwort. Mehr, ne? Der wird gleich den Laytonschen Finger strecken. Sehr schön. Je eher ich meine Beißerchen in einen kandierten Apfel hauen kann, desto besser. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Schokobananen so lecker finde? Ja, die sind gut. Da ist noch ein Türchen, aber das ist nur Kaffee, bla. Wollen wir? Warte, ich habe Bobby nochmal angesprochen. Also den Polizisten. Den Bobby. Sonst ist nichts weiter. Jawohl, ne? Bobby könnten wir alle Polizisten wohl nennen. Ja, okay, so gesehen stimmt. Das ist auch eine. Ich weiß nicht, ob das in England vielleicht sogar so ist, dass man Polizisten Bobbys nennt. Wäre lustig. Könnte schon sein. Klingt doch auf jeden Fall so. Ich habe eine Hinweismünze gefunden. In? Und zwar in dem Gebäude ganz links oben in diesem dreieckigen Dach. Das gibt's doch nicht. Du findest sogar noch Hinweismünzen hier. Und jetzt, okay, jetzt die Mutter? Ja. Oh, die hat nix. Wo ist das Mädchen nur dieses Mal hin? Da schau ich mal für eine Sekunde weg. Mami! Bonnie, wo warst du nur? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du in meiner Nähe bleiben sollst? Ich habe mir den Clown angeguckt, mich umgedreht und schon warst du fort. Wir haben dich überall gesucht, Mami. Wir sind ihrer Tochter wieder begegnet, wie sie sehen. Also, danke, Mann. Nee, nicht also. Du bist. Was? Nein. Danke, Mann, mit Hut. Das hat sie aber nicht gesagt bei mir. Vielleicht später. Weil hier hast du eins weitergeklickt oder ich aus Versehen? Also hier steht. Lies mal du. Hier steht, ich danke Ihnen vielmals, der Herr, und entschuldigen Sie bitte die erneuten Umstände. Und dann? Danke, Mann mit Hut. Dann habe ich aus Versehen wieder zwei geklickt. Ach ja, ich lerne halt auch nicht dazu. Bonnie ist eine veritable Entdeckerin. Vielleicht wird sie mal Archäologin, wer weiß. Ich selbst habe meine Eltern mal mitten in London verloren, als ich noch klein war. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das weiß er immer noch. Ach wirklich? Warst du nicht erst letzte Woche in London, Luke? Kann sein. Mir kommt es jedenfalls wie eine Ewigkeit vor. Wie auch immer, ich wollte gerade suchen gehen und plötzlich waren sie wieder da. Nun, da wir diese Angelegenheit bereinigen konnten, ist es an der Zeit, den Ledors einen Besuch abzustatten. Neue Episode. Bonnie und Co. Jo. Ich frag mich, wer wohl Co. ist. Naja. Ja, genau, vor allem ist der mit ganz schön vielen Leuten unterwegs. Ist dir das mal aufgefallen? Dieser Co. Das stimmt. Du, warte mal kurz. Wir haben hier Episode, aber wir haben auch noch einen Laden. Ja, stimmt, wir hatten noch ein Regal. Aber machen wir erst die Episode. Okay. Ein kleines, bemütztes Mädchen taucht plötzlich an Jean-Pauls Spielzeugstand auf. Kann unser Muskelmann ihr bei der Suche nach Mama helfen? Das ist schon wieder eine Episode, wo nur du drin bist. Liebe Kunden, liebe Freunde, sperrt mal auf die Lauscher. Kuscheltiere, Aufziehspielzeug, Puppen. Jean-Paul hat sie alle zu einem unschlagbaren Preis. Und interessiert? Boah, all die Teddys. Hallöchen, junge Dame. Ganz alleine hier? Wo sind denn deine Eltern? Oh, Mama ist mal wieder plötzlich verschwunden. Ich suche sie schon seit Stunden. Oh. Das hat sich schön gereimt. Aber meine Füße tun weh. Deshalb mache ich eine kleine Pause. Verstehe, du hast deine Mama verloren. Nun keine Sorge, Jean-Paul ist jetzt da bei dir. Er ist ja jetzt bei. Ist ja jetzt, jetzt da bei dir. Ja. Ich krieg den Satz nicht hin. Pokémon Lumanda. Jean-Paul ist jetzt ja bei dir. Suchen wir zusammen nach ihr. Wieder ein Reim.
Oh, aber Mama hat gesagt, ich darf nicht mit Fremden mitgehen. Das würde komisch aussehen. Und du bist fremd. Und sieh mal dein Hemd. Wenn sie das erfährt, dann wird sie ganz schön böse, diese... Nein, lies weiter ohne Wein, bitte. Meinst du? Na, dann bleib doch einfach hier, bis deine Mama dich findet. Und hilf mir im Geschäft. Was sagst du dazu? Du Gnu. Oh ja, Verkäuferin spielen macht Spaß. Teddybären im Angebot. Süße, knuddelige, flauschige Bären. Haha, du bist ein richtiges Naturtalent, Kleine. Diese Roboter hier darfst du natürlich auch anpreisen. Teddybären zu verkaufen. Weiße Bären, braune Bären, pinke Bären, blaue, Blaubeeren. Aber ja doch, die Bären sind hübsch. Aber was ist mit dem anderen Spielzeug? Das verkauft sich nicht von alleine. Schau mal, der Hase hier. Aber die Teddys. Teddybären zu verkaufen. Flauschibären im Angebot. Knuddelbären mit weichen Öhrchen. Hey, hey, ich muss dich loben. Du bist die geborene Verkäuferin. Ich stell dich sofort ein, wenn du erwachsen bist, Dschungeldame. Ach, da bist du ja, Bonnie. Überall hab ich nach dir gesucht. Hatte ich nicht gesagt, du sollst in meiner Nähe bleiben. Hallo, Mama. Verzeihen Sie, der Herr hat meine Tochter Sie etwa belästigt. Ja, sexuell. Keine Sorge, ich wollte es so. Das junge Fräulein hat mir wunderbar ausgeholfen. Genau, ich habe die ganze Zeit auf die lieben Teddybären aufgepasst. Sie war mir eine große Hilfe. Als Belohnung darfst du dir einen der Bären aussuchen, meine Kleine. Besuch mich, wann immer du willst. Tanja ist die Mutter. Ja. Okay. Oh, wie nett. Aber machen Sie sich bitte keine Umstände. Ach, nicht doch. Ihr kleiner Schatz hat mir wirklich nur Freude bereitet. Danke, das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Bonnie, bedank dich bei dem netten Herrn. Danke, großer Mann mit Muskeln. Tschüss. Ich finde die ja so süß. Ja, vor allem wie die Leute immer nennt. Was für ein aufgewecktes Mädchen. Die Kleine wird es weit bringen, das weiß ich jetzt schon. Na gut, zurück an die Arbeit. Kunden, Freunde, Festtagsgäste, sperrt mal auf die Lauscher. Kuscheltiere, Aufziehspielzeug, Puppen. John Paul hat alles zu einem unschlagbaren Preis. So, und jetzt Regal. Gerne. Wann der Ausrüstung. Ihr findet der Abenteurer alles für den nächsten Wanderurlaub, Kompass, Laterne und eine Auswahl an Kameras. Ja. Na, hast du schon was? Mhm. Also. Jo. Was haben wir denn überhaupt alles für Gegenstände hier? Also. Die Kameras, würde ich sagen, sind dann... Ne, warte mal. Grün haben wir. Haben wir noch was anderes Grünes? Nein, wir haben nichts anderes Grünes. Achso, warte mal. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Hm. Stimmt, also muss die Kamera so ziemlich das letzte sein. Die grüne. Ja, würde ich auch sagen. Ah. Weil die Frage ist jetzt... Nee, so nicht. Ah, jetzt weiß ich. Vielleicht, ich glaube, ich hab's schon. Nicht. Fuck. Verdammt. Meine ich. Rot? Nee, das geht so nicht. Warte mal. Achso, da ist ja noch ein Kompass, ja. Der Kompass. Wenn ich den Kompass hier hinlege, dann das Ding, dann die Kamera und ich bin fertig. Ich gerade auch. Schön.
Wollen wir? Warte, ich geh's nochmal durch, aber es müsste so eigentlich stimmen. Ja. Ja. Bei mir auch. Fertig? Ja. Ich weiß aber nicht, wer wird denn dann kommen? Du. Oh, Kundschaft. Ja, Tag auch. Ich suche einen Antikompass. Blablabla. Oh, da ist ja einer. Her damit. Momentchen. Hey, da ist noch ein Kompass. Was soll das denn sein? Ein Wirbelkompass. Toll, gekauft. Momentchen. Ist das noch etwas Rotes im Angebot? Feuerbrunst. Klingt spannend. Nehme ich mit. Momentchen. Oh, diese Laterne ist auch nicht übel. Ein Blaulicht. Das ist ja ein Ding. Will ich. Moment mal. Sekunde. Was ist das andere blaue Ding da? Nicht schlecht, Herr Specht. Eine Ozeankamera. Gekauft. Moment mal. Spitzenmäßig. Die Kamera da. Luxusmodell, wie taugt das was, bla bla. Grummel, ich bin jetzt richtig blank, so ein Mist. Ich wollte einen Kompass, wie konnte das geschehen? Naja, der Kram ist dann, ach man. Jetzt weiß ich endlich, wie schwer das für dich ist. Aber cool. Das ist lustig. Moment mal. Moment mal. Diese Produkte erscheinen jetzt im Katalog, ja.